Moin moin und herzlich willkommen hier aus der Kommandozentrale meiner Lokomotive. Wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen im Rückwärtsgang. Ich sehe natürlich gar nichts, aber das passt schon. Ich muss hier nur erstmal rauskommen. Ich habe auch keine Rückspiegel. Oh. Ich glaube, das Ding ist im Weg. Man kann auch nicht andersrum da drin sitzen, ne? Versuchen wir das jetzt nochmal, wenn das Ding weg ist. Ah! Ich kann das tatsächlich umdrehen. Oh oh. Ich steig aus. Okay, hier haben wir das Ding geparkt. Oh, es kommt her. Sorry, Jungs, muss los. Das Ding greift irgendwie meine Lok an. Ich weiß nicht, jetzt einfach nach vorne fahren bringt wahrscheinlich nicht viel, ne? Ich muss sicherlich irgendeine Weiche legen oder so. Kann ich sowas überhaupt? Kann ich hiermit irgendwie interagieren? Da! Nee, damit kann ich nicht interagieren. Da drüben ist gleich noch so ein Ding. Ach du Scheiße. Okay, das Ding haut wieder ab. Okay, ich steig einfach noch mal ein. Guck mal, ob sich jetzt was ändert, wenn ich jetzt einfach geradeaus fahre. Come on, let's go. Steck im Wasser fest. Ich muss hier doch auf irgendeine Art und Weise die Weiche umstellen können, oder was?
Hebel oder so? Hier ist ein Hebel. Ja, es klappt tatsächlich. Schnell wieder rein. Und es geht geradeaus weiter. Sehr schön. Darf aber auch nicht vergessen, dass wir immer noch diesen Treibstoff nicht haben. Okay, hat geklappt. Jetzt holen wir unseren Anhänger, unseren Waggon. Ruckel, ruckel. Ist gleich wieder vorbei. Oder? Kann das jetzt bitte gleich wieder vorbei sein? Das wäre super nett. So, wir kriegen jetzt das Tor auf. Achso, ich habe ja keine Taschenlampe mehr, wie ekelhaft. Also das Ruckeln nervt gerade geringfügig, das war hier sonst nicht. Aha. Wieder einsteigen. Andocken. Okay, ich kann meinen Sitz auch nicht mehr umdrehen. Also ich denke mal, ich habe den Wagen jetzt dran. Oh nein, da entsteht, glaube ich, gerade so eine Anomalie. Ja. Schnell weg von dem Ding. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ruckel, ruckel. Warum auch immer das Game jetzt wieder so extreme Ruckler hat gerade. Nachtsichtmodus ist echt widerlich. Ich weiß noch nicht, was das soll, dass man mir jetzt die Taschenlampe wegnimmt. Ich hoffe, ich kann das gleich wieder irgendwie umstellen. Na komm, geh auf die Schienen, das ist eine gute Idee. Okay, ich überlege gerade, ich hab meinen Taskmanager nebenbei offen, um die Auslastung vom PC zu beobachten. Arbeitsspeicher ist sehr hoch. Aber laut dem Taskmanager nutzt Metro Exodus überhaupt nicht meine Grafikkarte. Wie geht das denn bitte? Das finde ich schon merkwürdig. ...0% Grafikkartenauslastung. Also für das Spiel. Hallöchen! Das ist irre! Ich muss etwas mit dir besprechen. Alles klar. Hallo, Artyom.
Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Gerne. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Okay. Willkommen zurück, Ranger. Dann werden wir jetzt erstmal unsere ganzen Waffen nochmal putzen. Liegt wohl am Alter. Ja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Und wir haben ein anderes Magazin. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Okay, wir haben das normale Magazin. Bis zu 9 Stahlkugeln oder 3 Hülsen. Was ist mit Hülsen gemeint? 18 Stahlkugeln oder 6 Hülsen? Und jetzt haben wir 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen. Das nehmen wir natürlich. Geht ein bisschen auf die Stabilität. Aber wir wollen das Ding ja eh als Waffe für mittlere Distanz nutzen. Und? Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Viel Glück. Und danke nochmal. Schon ein cooler Zug hier. So, jetzt muss ich nach dort unten wieder. Macht das Sinn mit dem Turm darüber? Nee, das macht mehr Sinn, wenn ich hier einmal kurz rumgehe. Artyom, wir sind in Stellung. Erwarten deine Befehle. Gar nicht verbogen. Nicht immer permanent sprinten, sonst habe ich nämlich immer gleich keine Ausdauer mehr. Und das nervt mich so sehr, wenn man einfach keine Ausdauer hat. Oh oh. Yes, baby! Geil, Trickshot. Ich habe keine Stahlkugeln mehr. Ich mir natürlich auch eben gar keinen Kopf drüber gemacht, aber wir können ja auch unterwegs noch irgendwie so ein bisschen was zumindest craften. Ah, wir haben hier auch noch den neuen Griff. Aber der geht ordentlich in der Stabilität wieder runter. Also lassen wir den mal drauf. Da vorne war gerade ein Viech. ...66 Stahlkugeln. Ach, ich hatte einfach keinen Luftdruck mehr. Kann es das gewesen sein? Ja, ich habe keinen Luftdruck mehr. Das ist alles. So ist besser. Ah, damit kann ich mir das alles auch anzeigen lassen. Schön, dass ich das jetzt erst herausfinde. Okay, darüber noch. Artyom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran.
bin auf dem Weg. Schön wäre meiner Meinung nach zumindest auch eine Anzeige für die Ausdauer. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Hör mal, du solltest dich da oben bis zum Anbruch der Nacht ausruhen. Okay. Idiot. Oh, ich dachte, das wären hier Leute von uns. Okay. Der gehört zu uns. Das habe ich dann ja jetzt richtig gut verbockt hier. So, und was mir jetzt gerade mal so einfällt, ich habe da doch das perfekte Mittel für. Ich habe ihn im Visier. Okay, ich kletter mal vorsichtig hier wieder runter. Hier gibt es nicht zufälligerweise einen Treibstoffkanister. Ich habe eine Taschenlampe wieder. Okay, das finde ich jetzt aber auch doof. Wo ist denn jetzt das Nachtsichtgerät? Das Licht funktioniert ja gut. Also ich wäre schon sehr zufrieden, wenn ich Nachtsichtgerät und gleichzeitig die Taschenlampe hätte. Tja. Nicht schießen, ich kann bezahlen. Die Waren, nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben, hier sind's. Tja, ist jetzt unser Schiff. Gute Arbeit, Artyom. Artyom, unseren Leuten geht es allen gut. Das hast du gut gemacht. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Ja, das finde ich auch. Also unauffällig wäre doch nochmal ein ganzes Stück geiler geworden. Aber man kann ja eh alles haben, ne? Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Hä? Hurra! Alle an ihre Station und lichtet den Anker. Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Dort ankommen.
Hey, ich will jetzt aber nicht. Hallo? Was ist denn? Nee, ich wollte mit dem Zug fahren, bitte. Nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht in Ordnung. Ich glaube, ich habe auch nicht richtig aufgepasst, weil ich weiß jetzt gar nicht, was passiert. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Ah, wir krallen uns die Idioten von der Seite. Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Mhm. Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Du bist sowieso total unauffällig. Du hast Licht an, dein Motor läuft. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Mann. Okay. Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung wer zuerst da ist, hat gewonnen. Hals und Beinbruch. Ab geht's. Super. Nee, ja, ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man hier ins Wasser springt. Okay. Laden wir das Spiel nochmal. Ist ja nicht weiter schlimm, also. Meine Güte, ich finde, man muss auch einfach mal, gucken, wie kalt das Wasser ist. Zwischendurch. So, nee, ich wollte eigentlich nur gucken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Seile sind auch sehr weit von dem Boot weg. Dafür, dass ich gerade einfach so da rangesprungen bin. Also gut. Während der Predigt kam tatsächlich ein Ketzer. Unsere Leute eilten dorthin, um den Heiligen Vater zu retten. Aber der Ketzer legte fast alle um. Er sagte aber wohl, dass nichts passiert. Aber die einfachen Leute um, die in ihrem ganzen Leben noch keine Waffe angefasst hatten, er fand sie alle. Er ist ein Tier. Ein Tier. Ausgenockt. Schön vorsichtig. Weißt du, Simon ist zurück. Zurück? Aber er und Kyrill haben doch geschworen, die Dämonen auszulöschen. Danach kommt man nicht einfach so zurück. Fahrt die anderen. Sie wurden von Heiden gefangen, aber ein Ketzer, einer von den Neuen, hat sie befreit. Der alte Simon hat nur kalte Füße gekriegt, das ist alles. Die ganzen ich habe hier kein Licht ausgemacht. Nein, hat er nicht. Das Licht ausmachen ist tatsächlich sehr wichtig. Und bekam auch noch seinen Willen. Wenn wir für diesen Ketzer beten, anstatt für Simon. Verstehst du das? Oh Gott, für einen Ketzer? Gott würde das allerdings gefallen. Dieser Simon. Und dann? Dann bekreuzigte er sich, küsste den Altar und ging zurück. Zu den Dämonen. Was ist mit Kyrill? Ich guck mal, ob ich die vorsichtig ausgeschaltet krieg. Es sind nicht alle aus demselben Holz geschnitzt. Gott behüte Simons Seele. Ich habe das Gefühl, hier gibt's noch ein bisschen was zu holen. Kann ich aber nicht. Vier Augen kamen nicht zurück. So, hier bin ich durchgegangen. Ich weiß, es ist sehr dunkel. Ich sehe auch nicht viel. Aber ich möchte halt wirklich versuchen, unentdeckt zu bleiben.
Sieh mal, Bruder, was ist das da bei den Fässern? Geh doch mal gucken jetzt. Ich sehe besser mal nach. Nur für den Fall. So weit alles ruhig. Ich hoffe, das bleibt auch so. Eine Dose? Wo haben diese üblen Sünder die denn hier? Da, im Lager. Was war das? Oder will ich mir das ein? Schön herkommen, mein Freund. Was war das, Bruder? Nichts. Satanische Trugbilder, nenne ich. Gelobt sei der Fisch. Wer ist da? Da ist er! Der Ketzer ist da! Nein. Hast du? Ihr habt gar keine Ahnung, wo ich bin, Leute. Da ist er! Shit. Okay, da hat das ganze Unentdeckt-Thema jetzt natürlich schon wieder nicht ganz so gut geklappt. Habe ich mir besser vorgestellt? Wir müssen alles absuchen. Genau das wollte ich jetzt hören. Dass sie meine Spur verlieren. Das ist gut, dass man hier und da durchgehen kann. Okay, ich habe ihn nicht totgekriegt. Irgendwie hat mich keiner im Visier. Das ist eine komplette Lüge. Warum ist dieses weinende Kind eigentlich die ganze Zeit so ein 2-Sekunden-Loop? Das ist ja nervig. Alles an Licht ausmachen. Und nur auf den Turm. Äh.
Hier? Ich sehe nichts. Ach doch, da. Achtung, ich bin fast am Ziel. Und bei dir läuft eine Party, wie es scheint. Komm schon, konntest du an diesen alten Ziegen wirklich nicht vorbeischleichen? Und aus dem Himmel regnete es Raketen. Und die Erde verbrannte zu Asche. Und das Meer kochte. Das ist wohl der Lohn für den Biester. Und Menschen verwandelten sich in Schatten. Vollkommen unauffällig. Weil vorne ja auch nicht einer steht, der nach vorne guckt. Also zu mir. Und es war der Herr in all seiner Gnade und seinem. Oder wer ruft hier? Der einen von ihnen auserwählte. Einen des Namens. Wie lang sie uns. Und so sprach der Herr, ich werde bei euch sein und euch Schutz bieten, solange ihr euch frei hingeht und satanische Technologie ablehnt. Bitte sie nicht tot, in Ketschen, erschießt sie! Er ist hier, dieser... Okay. Endlich mal ein bisschen Action hier, Leute. Ein Zeichen hier, was soll das heißen? Ach so, Tür. Okay, hoch in den Turm. Ah, meine Waffe war leer geschossen. Einer sein. Damit kann man ja richtig gut zielen, also sobald man vollautomatisch damit schießt, sieht man quasi überhaupt gar nichts mehr. Nein! Gottes Willen, nicht die Waffe wechseln. Erstmal schön hier alles plündern. Wow. So, da wollen wir mal anklopfen. Nun habt ihr mich also, ihr verdammten Ketzer. Erst Katja und jetzt ich. Verdammt, bist du schnell, Artyom. Sieh mal, Alter, wir sind nur auf der Durchreise.
Lass uns friedlich durch, dann wird niemand erschossen. Oder die Sauer kann sich verabschieden. Und Katja, um die brauchst du dir keine Sorgen. Verstanden? Wenn ihr Katja betrogen habt, müsst ihr den Herrn um Vergebung bitten. Aber für den Mord an meinen Kindern, den Kindern Gottes, werdet ihr bis zum Ende eurer Tage in der Hölle schmoren. Oh, bisschen Action jetzt. Verdammt, bin getroffen! Aurora! Volldampf voraus! Verstanden! Aktion Hort, ich übernehme jetzt! Aktion, spring! Warum kommt er denn nicht mit? Was ist denn los mit ihm? Warum bleibt er denn da oben? Ich hätte ihn doch einmal rüberschmeißen können. Dann wäre ich selber gesprungen. Passt doch. Ach, Mensch. Naja, gut. Wenn das seine Entscheidung ist, da zu bleiben. Wir haben die Wolga hinter uns gelassen. Vor uns erstrecken sich jetzt die endlosen Weiten Russlands. Leider ist es Duke nicht beschieden, sie zu sehen. Bin ich an seinen Tod schuld? An allem, was an der Brücke geschehen ist? Könnte sein. Wir leben in einer grausamen Welt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu ändern. Wir wollten nur durchreisen und es ist nicht meine Schuld, dass sie nach Blut schrien. Ihr Eifer erinnerte mich an die Metro, wo die Menschen unter einer Lüge leben, dass die Welt tot sei und man nirgends mehr hin könne. Jeder, der das in Frage stellt, wird mit einer anderen Lüge abgefüttert. Der Krieg tobt noch. Hier ist Elektrizität eine Sünde. Ist doch alles ein und dasselbe. Und damit beende ich den Part für heute und hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da oder ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts weiter verpasst. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!